Hallo und herzlich willkommen im Sportsfeld auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Runde NHL 21 Zombie A Promote. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und nach einer Doppelniederlage in der letzten Folge versuchen wir heute Siege einzufahren, damit dass wir wieder aufsteigen in der Tabelle. Schauen wir, ob mir das gelingen wird. Wir spielen gegen die New Yorker Islanders auswärts. Wir haben Angriff und Verteidigung auf unserer Seite. Dafür haben die Islanders die Tore auf ihrer Seite. Mal schauen mal, ob sie es nutzen können. Wir haben keine direkten Ziele. Außer den direkten Sieg vor Augen. Da ja den Ben ein bisschen austauschen, vielleicht, dass er sich da holt, aber ich bin nicht der Coach in dem Spiel. Schauen wir mal, wie wir mit denen zurechtkommen. Die Nummer 13. Stehen direkt der Konkurrenz mit mir. Was zu weit gewesen. Die Schüsse waren ja alle gut, aber ich krieg's nicht mehr ins Ziel. Jawohl! Mir gilt das Tor. Und das 1:0. Drittes Tor erst in dieser Season. Arizona Bulls,
scored on the power play by number 20, assisted by number 71, William Carlson, and by number 14, Charlie Boudreau, sign of the board. 14 minutes. This is meiner. This is meiner. War geil gewesen, jetzt gleich nur zweites Tor von mir noch schießen. Die Reihen wechseln. Aber New York schafft es nicht, dass nur das ausgleicht mit der Situation. Aber ich starte trotzdem den Angriff aufs Tor. Vielleicht geht es ja wieder rein. Auch nicht. 15:35 genug. Jawohl, 2:0 für uns. Die haben wir schon ein bisschen abgesichert. Reicht New York wieder aus. So, letztes entscheidendes und gefährliches Drittel, mein lieben Sportsfreunde. Diesmal wirklich entscheidend und gefährlich. Wäre den Deppert geguckt. Jo, aber ich habe keine Süßigkeit, gerade viel offenes Bewusstsein.
offensives Bewusstsein. Hätte er hier verschlafen. So, mit wieder das Kind. Aber ich glaube, dieses Ding wie nur. Jetzt könnte es nur gefährlich werden. Erster Moment hat jemand einen Arbeitskollegen, der Rudi. Im ersten Moment hat er ihm ziemlich gleich geschaut. Aber sie verlieren mit 4:3. So wie Sieg für uns. Volle Punktzahl, wenn wir es auch in der regulären Zeit geschafft haben. Islanders. Ja, da rennen wir und da haben wir einen Dominik Kaun.
Der ist bei den New Yorker Islanders dabei. All right, at this time, everyone, we'll catch you up on what went down and all the action in the league tonight. The Coyotes took to the ice to lock up with the Islanders. Arizona took the W in a close one. All right, that wasn't the only action on the ice. Let's go elsewhere around the National Hockey League. The Stars were on the road up against the Senators. Dallas puts on a clinical defensive effort and skate off with the win. The Sabres were hoping to come up with 2 points on the road against the Canucks. Buffalo takes this one in a fun one. Lots more to get to on the ice. Stay with us, everybody. Gegen Edmonton spielen wir das nächste Mal. Okay, everybody, let's take a quick look at some of the final scores around the league tonight. The Devils were hoping die Kohle auf für meine Sportsfreunde. The Kings. New Jersey pushed on through thanks to the shootout win. The Maple Leafs took wenn wir jetzt ein bisschen aufpushen, dass wir wieder auf 1 Million kommen oder 2-3 Millionen kommen, dann können wir uns echt gleich mal das Haus leisten. Pass auf, wir sind jetzt von 488.000 auf 603 aufgeschossen. We are as cool as ice and we are bringing you many more stories from the NHL. We're doing it next. Da sind wir jetzt Erster in der Liga, in der Division, und in der Liga sind wir auf dem 13. Macht nichts. Und ich habe mich verbessert oder verschlechtert. Ich habe mich auf dem 4. Platz verbessert. Das ist ja hervorragend. Hervorragend. So, Angriff, Verteidigung liegt auf unserer Seite, Tore liegen auf der Seite der Oilers. Mal schauen wir mal, wer hier als Sieger vom Eis geht. Wir sind schon mal wieder in der Division Erster, das passt mir wieder ganz gut. Zumindest in der Division sind wir Erster. Und dominant. Die Lücke war da gewesen, aber der Schuss hat nicht so hundertprozentig gekaut. Im ersten Drittel. Edmonton schießt ein Tor, 11-16. Wieder zum Spülen.
Schluss war schlecht, die Reihenwechslung war gut. Edmonton schießt ein zweites Tor, nur vom Ende des ersten Drittels. Jetzt müssen wir Gas geben mit den nächsten zwei Drittel. Sonst wert dies nichts mit dem Sieg. Jawohl. Vielleicht tut es ja was, dass man ein bisschen prügeln. Die Nummer 25. Oh, der schielt das Auge zu. Und die greift uns lässig zur Flasche. Arizona penalty to number 20. A 5-minute major for fighting. Time in the penalties, 2 minutes, 24 seconds. Müssen wir schauen, was wir ausgleichen. Wir müssen schauen, was wir ausgleichen. Jawohl. Vier gleichen aus. Weiter geht's. 10:27 im zweiten Drittel. Arizona Goal, scored by number 9, Clayton Keller, assisted by number 14, Johnny Goudreau, and by number 95, Andre Burakovsky. Time of the goal, 9 minutes, 33 seconds. Nach vorne. 2:2. So, auf geht's. Letztes, gefährliches, entscheidendes Drittel, meine lieben Sportsfreunde. Jetzt müssen wir in Führung gehen. In den Drittel müssen wir in Führung gehen. Dann hätten wir wenigstens einen Doppelsieg. Vor allem wollten wir haben, bis mehr Kohle auf dem Konto.
Jawohl, endlich heute wieder Tor. Und das 3:2 gegen Edmonton. Viertes Tor in dieser Season erst. War es 2:50 noch zu spielen. Nein. Ah, verdammt. Hätte ich mal nur ein Tor, da holt für mich. Ah, auf Gewalt spielen geht halt nicht, gell? Ja, 4:3 gewinnen wir. In der regulären Zeit, also da halten wir uns den ersten Platz in der Division. Eins dafür die Coyoten mit 2 Assists. Für die Oilers. Und nun haben wir 2 Stars, 2 Tore, 2 Assists. Wir bleiben Erster in der Division. Let's go around the horn and see what happened elsewhere around the NHL tonight. The Coyotes were hoping to come up with 2 points on the road against the Oilers. Arizona tops the opposition in a game that had a little bit of everything on this night. There were other games beyond just this one here in the NHL tonight. Let's get you caught up on some of those finals. The Bees were hoping to take a bite out of the Canucks. Vancouver pokes home the shootout winner and the 2 points to go along with it. The Penguins were on the road to take on the Islanders. The New York Islanders took this one with a strong defensive effort in their own end. We are as cool as ice, and we're bringing you many more stories from the NHL. We're doing it next. Heimspiel. Let's check in on some of the final scores across the league tonight. The Jets were looking to steal 2 points against the Flames. Winnipeg proves that offense is the difference in this one as they skate away with the win. The Kings had a tall order to fill as they tried to take 2 on the road against the Red Wings. Los Angeles tucks home the shootout winner and they skate off with the extra point. Lots more to get to on the ice. Stay with us, everybody. In der ganzen Liga. Sind wir jetzt auf dem Platz 5, das passt gut. Und da sind wir auf Platz 4. Auch hervorragend. Aber meine lieben Sportsfreunde, das war's für diese Folge. Ich hoffe, ich habe so ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, so dass, wenn es hier aus der NHL mit dem HP weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich euch noch bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht.
Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust, vergesst mal meinen Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität ist nur im Stadion gut. Aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen doch hoffentlich, ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann auch ganz normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger, bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus!